Süssel, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Sims 4 Folge. Wir bauen heute weiter. Viel habe ich in der letzten Folge noch nicht geschafft, zugegeben. So, jetzt gucken wir erstmal nach dem Boden, denn da hatte ich noch einen Vorschlag bekommen. Und einen Boden, der direkt neben diesem hier ist, und zwar ist das der Boden hier. Den Boden finde ich prinzipiell auch nicht schlecht. Ich finde aber doch, dass er eher aussieht wie drin. Der hier sieht so ein bisschen abgenutzter aus, weshalb ich den eigentlich ganz cool fand. So, aber jetzt schauen wir mal. Erstmal möchte ich jetzt gerade mal schauen bei der Deko. Ich weiß, ich mache ja schon wieder Kuddelmuddel. Warte mal, wo war denn die Dachdeko? Oder war das hierbei? Nee, hier war glaube ich nichts. Wandskulpturen. Da, Wandskulpturen. Ha! Da war es bei. Ach, das ist ein bisschen zu groß eigentlich. Das ist, ja. Weil da gucken auf dem Bild eigentlich noch so ein paar Teile zur Seite raus. Aber das sieht vielleicht dann doch ein bisschen blöder aus. Das kommt nicht so gut, wie ich es erhofft hatte. Macht nichts. So, wir fangen jetzt mal an. Mit dem Grundstock vom Haus. Jetzt ist die Frage. Also, ich mache jetzt erstmal hier, ich mache jetzt Stückchen, Schrittchen für Schrittchen. So, ich überlege mal, ob ich das komplette Haus noch einen Ticken weiter nach vorne versetze. Haus verschieben. Weil... Dann verschiebe ich jetzt aber nur das Haus, ne? Nee, tatsächlich nicht nur das Haus. Ich glaube nämlich, so ist es besser, weil... Wenn ich jetzt nämlich hier hinten noch Bäumchen hinmachen will, ich will ja jetzt nicht, dass das wirklich so hundertprozentig dicht ist. Und übrigens, ja, sehr gute Idee. Man kann natürlich, wenn ich hier einen Raum ziehe, den verschieben. Vielen Dank für den Tipp. Das will ich mal gerade ausprobieren, ob das geht. Ob ich den tatsächlich so nach hinten ranschieben kann einfach. Aber das wird kein Raum, glaube ich. In dem Sinne. Warte mal, kann ich das noch eins verschieben? Nicht direkt da auf die Kante. Schade. Nee, leider geht das so nicht, wie ich gehofft hatte, wie es gehen könnte. Das macht aber nicht unbedingt was. Das hier machen wir aber ein bisschen kürzer. So. Das reicht uns jetzt erstmal. Jetzt geht es aber wirklich ans Haus hier. So, also, wir hätten hier vorne ungefähr in dem Bereich geht das so. Dann haben wir hier, jetzt können wir eigentlich ruhig noch eins nach vorne ziehen. Dann haben wir hier drei. Haben wir hier nochmal eins. Ich weiß es nicht, wie es dahinter aussieht, ob es hier noch weitergeht. Ich nehme aber fast an, dass es da noch weitergeht. Das hier ist vielleicht ein bisschen zu breit. Weiß ich jetzt nicht genau. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Wenn man das nicht sieht, ich mache das glaube ich einfach generell mal noch ein bisschen breiter. Wenn man nicht sieht, wie das weitergeht. Das ist so ein bisschen tricky jetzt, das zu bauen. Ich muss mir auch einen Teil vom Haus, muss ich mir selber überlegen, wie will ich das machen. So, also hier muss auf jeden Fall direkt auf die Kante, so hier hin, so eine Doppeltür. Dann haben wir hier noch drei frei. Das passt eigentlich. Dann machen wir das hier so. Ziehen wir das ran. Ich bin mir nicht ganz sicher, doch ich glaube, es steht tatsächlich direkt dran. Machen wir aber vielleicht so. Und dann stelle ich das hier so hin. Es ist mehr so dran gesetzt. Dann mache ich das hier hinten wieder so. Soll ich auch noch eine schöne Veranda haben? Ich mache jetzt hier einfach mal den Grundriss so. Ich weiß es nicht, ob es jetzt passt, ob das aufgeht, wie ich es mir erhoffe. Aber wir testen einfach mal. Ich meine, mehr als schief gehen kann es ja nicht, oder?
So, eigentlich müsste das jetzt auch nochmal auf dem Podest. Jetzt ist die Frage, kann ich ein Podest auf dem Podest machen? Nein, kann ich anscheinend nicht, das ist schade. Was ist, wenn ich es so mache? Nee, das geht wirklich nicht. Also zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Das heißt, die Treppe, die eigentlich hier noch sein müsste, wenn man jetzt hier noch so ein bisschen hoch geht, die kriege ich leider nicht hin. Zumindest nicht mit den aktuellen Möglichkeiten. Muss ich das hier gerade mal... Ich möchte nicht, dass das hier... So, den bitte so, genau. Nee, den wollte ich noch gar nicht. Nein! Den hier wollte ich. Oh. Ja, jetzt haben wir hier vorne. Macht nichts, das ist dann halt so. Warum ist das jetzt... Momente mal. So, jetzt ist es wieder, wie ich es haben möchte. Also vielleicht ist es möglich, das weiß ich aber selber nicht genau, wie das hinzukriegen wäre. Deswegen, also an der Stelle passe ich jetzt einfach mal so den Boden. Obala. Ja, irgendwie so geht das schon. Ich weiß nur nicht genau, wie. So. Was wollte ich machen? Ich wollte den Boden, wollte ich hier erstmal wieder wegmachen. Kann ich aber gar nicht wirklich wegmachen. Kann ich nur andersfarbig. Macht nichts. Okay. Raumeinteilung. Ich glaube, ich setze hier vorne jetzt schon mal die Tür rein, damit wir so ein bisschen planen können. Die Tür, das wird definitiv... Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Das wird die hier. Farbe passt soweit auch. Oder machen wir... Das ist eigentlich wirklich die 1:1 Variante. Die hier hätten wir aber auch noch. Ich glaube aber, das ist dann doch ange... Also ja, wir nehmen die hier. So, zack. Die da rein. Aber wir haben leider hier nicht die Möglichkeit, höhere Türen zu nehmen. Das ist, genau. Größere Niveauhöhe erforderlich. Wenn wir jetzt die Wände eins größer machen, was haben wir denn hier sonst noch so für Türen? Nee, die sind jetzt alle... Nee, das sind nicht die passenden. Also es ist schon so am sinnvollsten. So. Und jetzt können wir hier planen. Das heißt, wir haben jetzt hier den Eingangsbereich. Hier oben drauf sitzt nochmal eine Etage. Wir gehen jetzt einfach mal eins hoch. Warum ist das kein geschlossener Raum geworden? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Wegen dem hier? Kann ich das nicht in den Zaun einbinden? Kann ich kein Haus... Ach, ihr wollt mich doch jetzt vereimern. Das ist doch auch ein geschlossener Raum. Ach, komm jetzt. Das verstehe ich nicht. Warum ist das kein... Das wurmt mich jetzt wirklich. Weil ich verstehe es halt auch irgendwie absolut nicht. So, da ist noch so ein Vorbau. Naja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich das irgendwie hinbekomme, aber ich... Ja, das hier ist auch ein geschlossener Raum geworden. Warum ist das unten kein geschlossener Raum? Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Naja, gut, das ist jetzt nicht unbedingt so tragisch, solange wir da ja den Boden drunter haben, sollte das ja machbar sein. Jetzt müssen wir mal schauen. Das Dach, das wird jetzt auch nochmal so ein bisschen tricky. Also das hier, hier machen wir erstmal das Dach drauf, ganz nach oben. Das ziehen wir durch bis hierhin. Wird auch noch, kann ruhig hoch werden. So, gut, haben wir das schon mal. Hier kommt so ein schräges Teil drauf.
Natürlich bei weitem nicht so lang und sag mir jetzt nicht, das funktioniert nicht. Och nö, ne? Muss ich das ein zweiter rausziehen? Wenn ich das ein zweiter rausziehen muss, dann kann ich das ja halt gerade alles wieder rückgängig machen. Ja, das sind dann halt so die Problemchen, die auftreten können. Nee, das hier kann dann ja bleiben. Das hier, das muss dann eins nach hinten. Weil ansonsten kriege ich das mit dem Dach nicht geregelt. So ist die Form leider ein bisschen blöd. Irgendwie geht das bestimmt auch anders. Ich bin nur wieder zu dämlich, das hinzubekommen. Also ich versuche mich jetzt heute noch an dem Dach. Das wäre eigentlich echt ganz cool, wenn wir das noch fertig kriegen könnten. So, noch ein Ticken hoch. Eigentlich passt das ja nicht. Das macht man notfalls, wenn ich das hier vorne mit dem Dach nicht ordentlich hinkriege. So. Eins da dran. Aber deutlich flacher. So. So. Ja, das ist schon mal mehr in die Richtung, wie wir es haben wollen. So, ja, so ist gut. Ja. Nächstes hier. Ja, wir kriegen da kein Dach drauf. Das gibt es doch nicht. Warum? Warum ist das kein... Warum ist es kein geschlossener Raum? Das geht mir nicht in den Kopf. Das geht mir absolut nicht in den Kopf. So, wenn ich jetzt hier einfach so... Das ist doch auch ein geschlossener Raum. Warum funktioniert es mit dem anderen hier nicht? Eins, zwei, drei, vier... Nee, ich hatte, glaube ich, 5 gemacht. So, 1, da kommt die Tür, dann habe ich noch 1, 2, 3. Und dann kam der Knick. Vielleicht mache ich jetzt erstmal einzelne Räume hier, damit ich schon mal irgendwo ein Dach drüber habe. Das ist auch schon wieder kein geschlossener Raum. Warum ist das kein geschlossener Raum? Kann mir das mal jemand sagen? Ich verstehe das nicht. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen, warum das kein Raum ist. Wenn ich jetzt hier unten, wenn ich das jetzt hier abreiße und ich hier sowas drunter setze, ist es doch auch ein Raum. Da muss ich jetzt gucken. Auf den Bereich. Da muss ich es hinsetzen. Ich mache das jetzt so und ziehe mir dann den Raum entsprechend größer. Oder eben kleiner. Wir versuchen jetzt hier mal noch ein bisschen was. So. Jetzt muss aber hier unten die Wand schräg funktioniert. Funktioniert auch soweit. So. Jetzt muss das da weg, das muss weg. Ah,
Warum geht das nicht? Kann ich da jetzt wenigstens den Holzboden draufsetzen? Ja, das geht. Aber es sieht nicht mehr gleichmäßig aus. Das gibt es doch nicht. Meine Güte, was geht denn hier falsch? So, das hier muss noch weiter nach da. Und das hier muss eins weiter nach da. So, okay. Jetzt ziehe ich den Raum bis hinten hin. Das war eins zu weit. Mache jetzt auch wieder diesen Ausschnitt. So. Lege ich auch wieder das Holz drauf. Einmal drehen. Gott, was ein Gebastel hier. Naja, Gott, solange es dann hinterher funktioniert, soll es mir ja noch recht sein. Und hier kommt jetzt noch so ein Bereich dran. Und zwar dahin. Das hier kommt wieder weg. Das auch. So. Gut, also wenn wir das jetzt gleich haben, dann gebe ich mich auch für heute zufrieden. Okay, jetzt brauchen wir nochmal den Zaun. Hier unten auch so ein komischer Versatz drin. Was ist das auch? Also ist alles irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Aber naja, gut. Ist mir jetzt gerade wurscht. Wir haben immerhin schon mal einen kleinen Bereich fertig. So, also das Dach noch. Das Dach geht hier in diese Richtung. Es ist hier so rumgedreht. Das ist eigentlich nicht ganz so, wie es sein sollte. Weil eigentlich sollte es hinten wieder runtergehen. Es ist eigentlich nach hinten mehr so ein Bungalowdach. Aber nach vorne ist es normal offen. Sieht aber auch komisch aus. Da finde ich ganz ehrlich die Variante hier besser. Wir machen das jetzt einfach so. Gut, und hier vorne, das ist jetzt auch nochmal so ein bisschen Gewurstel. Das geht bis da vorne hin. Geht ein bisschen länger. Es soll ja auch überstehen. Ticken, ansonsten ist es ja auch unrealistisch. Es geht aber nicht so hoch. Also es ist. Hoppala. Also so irgendwie. Und hier. Müssen wir jetzt ein bisschen friemeln. Ich kann es ja nicht kürzen. Das heißt, ich muss schauen, dass es da nicht durchguckt, gerade so eben. Ist jetzt auch wieder ein bisschen Versatz drin. Ha, das ist ärgerlich. Das ist echt. Hoppala, das wollte ich nicht. Ja, so. So schon eher. Dann machen wir es lieber so. Da muss ja sowieso noch eine Kante drumherum. So, und jetzt bräuchte ich genau das so rum.
Das kann ich gar nicht genau so. Das muss ich echt nochmal von vorne machen. Nein. Okay. Wieder runter. Oh Gott. Anpassen auf die richtige Länge. So. Und gucken, dass keine Kante mehr da ist. So, also so in der Art sollte das dann aussehen. Guck mal noch, dass wir hier so einen schönen, dicken Balken drumherum machen. Im Rest vom Haus ist es eher schmal, aber es ist falsch. So rum. So. Oder ist das Braun besser? Ich glaube, das Braun ist besser. Oh Gott. Ich mache mir hier um Sachen Gedanken. Das ist eigentlich so eine... Nee, jetzt finde ich doch das besser. Oh Gott. Tut mir leid. Das ist ja schrecklich hier. So. Also jetzt haben wir schon mal so... So grob das Ganze. Es ist vielleicht ein bisschen zu dunkel. Ist das ja auch ein bisschen heller? Das ist so grünlich dann mehr. Das Grünliche passt vielleicht tatsächlich sogar besser. Oder sowas. Das hier, das ist gut. Das gefällt mir. Also, den Krams. Das hier können wir wieder wegmachen. Das war Testzweck. So sieht der Spaß bislang aus. Ich hoffe, es gefällt euch so ein bisschen wenigstens. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Oh Gott, ich bin echt neugierig. So, jetzt kommen aber noch ein paar Grüße zum Schluss. Und zwar gehen die diese Woche von der Hannah an die Hedda Southaven, an Autumn Horlund und an die Blind Witches. Dann außerdem noch von der Luisa Dornholm an die Brooklyn Moostar und die ehemaligen Winter Workers. Dann von David Brogun an die Vanessa Maria Gericke, an Melda Kahn, von der Kata und der Clary an ganz YouTube, das SSO-Team und mich. Dankeschön und liebe Grüße zurück. Und die Greta Lene grüßt ihre beste Freundin für immer, die Amy oder Army. Ich weiß es nicht, wie das ausgesprochen wird. Vielleicht ist es nur ein Spitzname, das weiß ich leider nicht genau. Ja, und dann würde ich sagen, nehmen wir in der nächsten Folge das dann hier weiter in Angriff. Schauen mal, wie es weitergeht und schauen wir mal. Ich muss mal noch gucken, vielleicht mache ich das auch ein Stück näher ran. Vielleicht mache ich das auch so. Sieht vielleicht dann nochmal einen Ticken besser aus. Weiß ich nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Das Bild ist ja in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin neugierig auf eure Meinung, auf eure Kommentare. Also dann, ihr Lieben, macht's gut und bis morgen. Tschüss.